Stufenerhöhung, Rettungswürfe. Priesterzauber des vierten Grades, einer. Trefferpunkte, Sagenkunde, ETW um 2 reduziert. Nicht schlecht. Gut. Was haben wir hier? Fernsicht. Geringe Genesung ist manchmal nicht schlecht. Jedenfalls, wenn man gegen Vampire oder so kämpft, aber ich glaube, Stufenverlust gab's in Icewind Dale nicht. Also mir fällt gerade kein Gegner ein, der das gemacht hat. Ja, und geringe Genesung hebt halt Stufenverlust auf. Gift neutralisieren, Handlungsfreiheit. Dieser Zauber verleiht dem betroffenen Wesen Immunität gegen Zauber, die seine Bewegung einschränken, wie Schmiernetz oder Verlangsamen, und hebt die Wirkung der Zauber zum Leben und Festhalten auf. Ja, wäre nicht schlecht. Ja, heilige Kraft ist nicht so toll. Ja, Mantel der Furcht macht Furcht, eine Furchtaura, Rezitat. Durch das Aufsagen einer heiligen Textstelle oder des Gebetes bittet der Priester seine Göttin um ihren Segen für sich und seine Verbündeten. Unter seinen Feinden verbreitet er dadurch gleichzeitig Verwirrung und Schwäche. Ja, Gebetszauber wirken bei diesem Zauber weiter. Bei gleichzeitiger Verwendung dieses Zaubers beim Gebetszauber wird die Wirkung des Zaubers entsprechend erhöht. Schutz vor negativer Energie schützt halt vor Stufenverlust. Also Stufenentzug. Schwere Wunden heilen, heilt. Ja, toll. Kann 3 bis 17 heilen. Der Zauber hier heilt grundsätzlich 14. Schwere Wunden verursachen, Todesschutz. Verteidigungskoordination. Aber es werden auch alle anderen Wesen im Radius betroffen. Ja, plus 4 auf Rüstungsklasse. Also Verteidigungskoordination hätte ich immer gerne. Dieser Zauber wiederher gibt ihm die Energie, die anderthalb Tagen Anstrengung verloren wurde, zurück. Es reicht jedoch möglicherweise jedoch nicht aus, um meinen Charakter aus seinem Erschöpfzustand rauszuholen. Trifft nur einen. Handlungsfreiheit trifft auch nur einen. Beherrschung wäre auch nicht schlecht zu haben. Todesschutz. Ja. Auflösung. Wort der Macht. Tod. Todeszauber und Finger des Todes. Brauchen wir gerade aber auch nicht. Ich nehme mal Handlungsfreiheit, sicher ist sicher. Wobei, das in einem Chaos wie Ja. dem gerade ewigen zu sprechen. Einverstanden. Wieder schwieriger sein könnte.
So, also wir haben die zweite Ebene jetzt erkundet. Welche eine der anstrengendsten, also gerade das hier mit der Ziggurat, ist eine der anstrengendsten Teile dieses Dungeons? Kann ich helfen? Lass einverstanden. Okay, einer der Trolle von der Ziggurat hat es wohl hierher rüber geschafft. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis Caria. Wie kann ich weiter? Sagen wir so, die nächste Ebene wird nervig, aber zum Glück nicht ganz so schwer. Um so weit gekommen zu sein, müsst ihr auf der Suche nach dem Tod sein. Ich will ihn euch gewähren eindringen. Ah, was? Wo kommt diese Stimme her? Sie klingt nicht, als käme sie von einem Skelett. Ich spüre nichts Böses in der Aura von diesem Gefäß. Hört auf, euch hinter dieser untoten Hülle zu verstecken, Feigling. Wenn ihr an eure schwachen, finsteren Götter glaubt, schaut mir ins Gesicht. Nein, 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 kein Eindringling. Ich wollte gerade gehen. Nehmen wir das Erste. Meine wahre Form ist unwichtig. Dies ist mein Diener. Er dient mir als Augen und Mund. Und jetzt wird er mir als Schwert dienen. Wir haben heute ein untotes Wesen getroffen, das als Mund und Augen eines Nekromanten diente. Es griff uns an, nachdem es uns angesprochen hatte. Eine kleine Horde Gruftschrecken waren in seiner Begleitung. Ist etwas nicht in Ordnung? So schnell ich Dieses kann. Mal müssen Taten deutlicher sprechen. Ich höre. Ja? Okay. Ein Befehl? Euer Leben ist verwirrt! Ich werde dich töten. Sofort! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut! Ich werde tun, was ich kann. Und deswegen sollte man immer entweder untote Bannen dabei haben. Ja, sofort. Mögen die Götter euch Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut. Sag was sofort. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Mögen die Götter euch gnädig sein. Kann ich helfen? Ah, benutzt den mal. Wie kann ich helfen? Au. Okay. Wie kann ich helfen? Gewiss. Ist etwas nicht in Ordnung? Nee. Kann ich helfen? Du mach das an. Kann ich helfen? Du sprich hast. Dein Befehl. Du sprichst zu sehr leicht über deine Geister. Ja. Brauchst du mich? Wie lautet deine Aufgabe? So schnell ich kann. Sag, was du von mir willst. Euer Himmel ist die Götter.
Dieses Mal müssen Taten deutlich. Okay. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Bereit zu neuen Taten. Dein Befehl. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Mensch, die Ritterin schützen. Vorwärts. So. Kann ich helfen? Vita Mortis. Ich muss mich bald ausruhen. Vita Mortis. Sag, was du von mir willst. Auf in den See! Die Dämonen des Schlafes, ja. Ich brauche eine Pause. Worum handelt es sich? In Ordnung. Wie kann ich helfen? Ich schlag dich in Stücke. Brauchst du mich? Mit deinem Atem, wenn ihr euch traut. Dein Befehl? Ich mach so schmerzlos. So, wann ist jetzt genug Gruftschrecken? Sofort! Das erste. Zwei wertlose Bastardschwerter. Oh, ein paar Pfeile, die was taugen. Ja, Hammerpfeile. Stufenerhöhung. Zauber des zweiten und dritten Grades. Ich darf meinen Zauber des ersten Grades aussuchen. Person bezaubern. Dieser Zauber. Sichtweite des Anwenders. Umfasst alles Mögliche. Nö, da wäre mir Schlaf lieber wahrscheinlich. Ja, nee, auch nicht so gut. Schmieren. Oder sprühende Farben. Mit sprühenden Farben kann ich nämlich Gegner umwerfen. Ja, ich nehme sprühende Farben. So, Stufe 2 hätte ich eigentlich am liebsten gerne Spiegelbild. Wort der Macht Schlaf. Mit 20 oder mehr Trefferpunkten wirkt der Zauber ebenfalls nicht. Strahl der Schwächung, stinkende Wolke wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme wirklich stinkende Wolke. Katzenanmut. Die Geschicklichkeit. TK-Stab, böses Entdecken, Blindheit. Nee, ich glaube, ich nehme wirklich die
Stinkende Wolke. So, hier ist es klar, was ich nehme. Feuerball. Gut. Ja. Ich würde sagen, wir rasten oder versuchen es wenigstens. Gut. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja, 4 Feuerwehr haben wir jetzt und ein paar stinkende Wolken. Das sollte uns helfen. Allerdings muss ich jetzt nochmal wieder speichern. Das wäre jetzt LP009. LP009. Speichern. Dann machen wir einen Cut und sehen uns gleich wieder.